Ja, Leute, willkommen zu einem ganz neuen, beziehungsweise neuen, alten Projekt. Und zwar, ihr seht es schon, Resident Evil Zero. Das habe ich vor sehr, sehr langer Zeit gezockt. LP't auf normal. Und ja, jetzt kommt meine Challenge zu diesem Game. Und zwar will ich das Ganze normal spielen. Und zwar dieses Mal nicht als Replay, sondern auf Profi. Also mal eine ganz neue Herausforderung für mich. Ja, ursprünglich war geplant, das Remake auf Profi zu spielen. Das muss ich mir mal noch überlegen. Genau wie den Chris-Mode. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal ein neues Game. Und ich starte nochmal. Diesmal auf schwer. A midwestern town in America, Raccoon City. A solitary island far off in the sea, Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the Mansion incident. Leave that to me. Really? Do you think so too? Yeah. Do about it. Should hold off for a while. But I wonder how those R&D people would react to this. Began as a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure. Emergency landing. Check the current position and investigate the surrounding area. Captain, look! Captain! What happened? Order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoner is to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone. Let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Hmm.
So, schon mal zur Info. Wahllos draufballern ist nicht. Ich muss mir das Ding genau einteilen und taktisch vorgehen. Es wird also nicht einfach werden. Aber das war mir von vornherein schon klar. Es wird schwerer als damals. So, willkommen in Resident Evil Zero. Betrachtet erstmal die wunderschöne Grafik, die man heutzutage schon fast gar nicht mehr finden kann in Resident Evil. Das war noch die allerfeinste Gamecube-Grafik und wie es die Resi-Spieler lieben, im klassischen Resident Evil Mode. Genau wie im Remake. So, was können wir hier machen? Wir können erstmal gar nichts einsammeln. Die Tür ist verschlossen. Raus geht's logischerweise nicht. Hier voller Blut die Sitze. Ich glaube, nach hinten können wir erstmal auch nicht. Das ist auch abgeschlossen. Ja, das ist der Speisewagen. So, wie war das? Okay, da oben war das Inventar. 30 Schuss haben wir, beziehungsweise jetzt 45 Schuss. Daneben ist der Wechselbutton, da kann ich jetzt noch nichts machen, dazu komme ich noch. Wir wollen erstmal den nächsten Raum. This is Officer Chambers from STARS Bravo Team. Please identify yourself. Is someone there? The government has announced that tested plants have outcrowded. But as of 2 years ago, when a similar plant was set up, the local government stepped in and took over. Da geht's schon los. Da geht der Horror schon los. Mal vorbei an ihm. Und durch die Tür. Wenn möglichst nicht ganz so oft kämpfen. Denn das gehört, wie gesagt, zum dazu. So, hier haben wir schon mal gleich zwei Zimmer. Eins davon ist ein Safe Room und das andere, da gehe ich jetzt gerade rein. So, Boxen haben wir hier nicht. Wir müssen sozusagen Lagerräume bewohnen. Und ich würde sagen, die beiden Räume hier werden unsere beiden Lagerzimmer sein. Die haben natürlich weniger Munition als im normalen Modus. Passagiertagebuch, 14. Juli. Heute kamen neue Befehle vom Boss. Wir sollen anscheinend die Überreste des Labors in den Acclaimer-Zimmer suchen. Es gibt zwei Gruppen. Wir, die erste Gruppe, sollen prüfen, was noch vom abgebrochenen Experiment übrig ist. Ach so, ja. 16. Juli. Die Testproduktion der bioorganischen Waffen Typ Y 139 musste leider wegen dieser Untersuchung eingestellt werden. Das gleiche gilt für Typ J139. Wir wissen immer noch nicht genug über die Reaktion auf den T-Virus im Krebsen. Es gibt noch viele interessante Aspekte zu erforschen. Je nach Spezies und Zufluchtbedingungen sorgen schon kleinste Dosen des T-Virus für erstaunliche Veränderungen in Bezug auf Struktur, Größe, Vermehrung interner Gifte und Tonentwicklung. Würden diese Auswirkungen gestört, wäre es möglich, eine mächtige Waffe herzustellen. Doch die abrupte Entwicklung der Schale resultiert in entsprechender Zerbrechlichkeit. Bestimmte Bereiche werden äußerst schwach. Leider gehören auch die Kopfschale zu diesen Bereichen. Mit anderen Worten, Kopf weg. Betrieb des Labors, das wir untersuchen, ähnliche Forschungen. Es wäre großartig, wenn wir nützliche Daten und Muster für unsere Arbeit finden. 19. Juli. Der Tag scheint gekommen. Ich werde immer nervöser. Alle Zeitungen und TV-Sender in Raccoon City berichten über bizarre Morde in den Vororten der Stadt. Könnte es der Virus sein? Wenn ja, dann... Nein, ich darf nicht daran denken. Ich muss mich auf den reibungslosen Ablauf dieser Untersuchung konzentrieren.
Okay, das war schon mal ein sehr interessantes Tagebuch. Nichts Nützliches. Alkohol, Flaschen, Anzug an der Wand. Wir gehen mal ins Nachbarzimmer. Auch mit dem Speichern werde ich mich ein bisschen zurückhalten. Und nur dann speichern, wenn es wirklich nützlich ist. Das heißt, es gibt natürlich auch hier wie in Silent Hill Sessions. So, wie viel Farbband haben wir? 3 Stück. Okay, ich denke mal, das ist noch normal. Untersuchungsbefehl. Das Dokument voller Prüfung und teilweise unlesbar. 8 Minuten von Raccoon City. Nagli Mountains befinden sich über Ausbildungsstätte unseres Unternehmens. Sie wurde vor Jahren geschlossen. Nun führen wir eine vorläufige Untersuchung bezüglich der Neueröffnung der Anlage durch. Die ersten Besuch ist bereits vor Ort, hat die Untersuchung eröffnet. Ich möchte, dass Ihr Team dabei Unterstützung leitet. Von der Befehle zu William Birkin und, ja, das heißt William Birkin und der ersten Untersuchungseinheit sind zu befolgen. Der Rest ist noch unlesbar. Okay, da taucht bereits der Name William Birkin auf. Kenner werden den Namen sowieso schon entziffert haben. Das nehmen wir mit. Continues gibt es hier nicht wie in Silent Hill. Das heißt, ich muss. Ja, ich muss aufpassen. Ja, und wenn ich sterbe, dann ist es halt so. Nee, kommen noch nicht rein. Die Tür ist verschlossen, lässt sich nicht öffnen. Der Tür steht Zugführerbüro. Was haben wir hier? Total zerrissen. Hält was fest. Zugschlüssel. Transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around, so I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest! No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. It's worse than... We can't. You must be careful, Rebecca. The forest is full of zombies and monsters. Zombies and monsters? Oh weia, da sind sie schon, die ersten Gegner, Zombie Dogs, die ersten richtigen Gegner. Oh, die halten. Mehr aus als. Drauf mal dann. Munition verpratzt gegen die Viecher. Egal, es geht noch. Aber Vorsicht. Das heißt, ich muss nochmal durch das Horrorabteil durch.
Warten. Ich habe mir überlegt, lasse ich mich jetzt treffen oder lasse ich mich jetzt nicht treffen? Ja, ich lasse mich einmal treffen. Von dir hier. Nein, oh, jetzt bin ich... Nein, das war ein schlimmer Fehler. Jetzt bin ich nämlich abgerutscht. Mit der Steuerung. Das war ein schlimmer Fehler. Das war ein sehr schlimmer Fehler. Ja, und die schlimme Fehler, aber es war unnötig. Das hätte jetzt nicht sein müssen. This is Rebecca. Over. Enrico! Hello! Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wreck wagon. Billy Cullen killed as many as 23 people. Over. 23 people? We've also confirmed that he was institutionalized, so keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over. Stay alert, Rebecca. He wouldn't think twice before killing you. Enrico! Captain! Hello? Hello! Ja, der Klassiker. Das Funkgerät ist kaputt. Und ich verschwinde mal rasch auch von hier, denn... Ja. Da kommen schon wieder die Zombies. Gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here?